Hallo zusammen, ich grüße euch. Mein Name ist Jörg Baltas, ich bin der Tech-Pirat. Schön, dass ihr mein Video schaut. Als neuer Yester-Nutzer, Yester-Telefonanlagen-Nutzer, bin ich kurz gebeten worden, mal mein Statement abzugeben. Habe ich getan, habe sofort ein schickes Video gemacht, in meinen Kanal online gestellt. Nur leider dauerte das 15 Minuten. Ich werde versuchen, das jetzt mal ein bisschen kurzer zu fassen, damit da keine Langeweile aufkommt. Und das Resultat seht ihr jetzt hier ganz kurz in diesem Video. Was kann eigentlich die Yester-Anlage? Die Yester-Anlage ist ja, muss ich nochmal hier drauf gehen, eine kleine Box, die wunderbar funktioniert, die man überall einsetzen kann, die man individuell steuern und schalten kann. Quasi alles für den Groß- und den Kleinbetrieb. Und das war der Grund, warum wir jetzt hier als Computer- und Smartphone-Reparaturservice gedacht haben, das ist ja was für uns. Und ich möchte euch jetzt mal versuchen, ganz schnell, weil ich habe nur 2 Minuten Zeit, die Highlights mal hier aufzuzählen. Wir benötigen die Anlage, um unsere Anrufe, eingehenden Anrufe zu steuern. Das war eigentlich der Hintergedanke. Wir haben verschiedene Dienstleistungen, die wir anbieten, und wir wollen die Informationen selektiv weitergeben an unsere Kunden. Da geht es um Öffnungszeiten, Informationen zum DHL-Paketshop oder natürlich zur Reparatur. Und deswegen haben wir hier eine Anrufsteuerung gemacht. Je nachdem, welche Taste ich drücke, kriege ich die erforderlichen Informationen. Der Vorteil ist, seitdem wir nicht mehr 1000 Fragen beantworten müssen zum DHL-Paketshop, haben wir hier nur noch ein Drittel der Anrufe, und das geht natürlich super, weil da können wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren. Das war eigentlich schon die Aufgabe, die wir stellen mussten. Jetzt habe ich dann natürlich eine wunderbare Möglichkeit. Der Kunde ruft an, landet dann sofort in einer Warteschleife. Über die Warteschleife kann ich ganz wunderbar parallele Anrufe steuern. Das heißt, sollte mal keiner in der Lage sein, hier bei uns in der Werkstatt ans Telefon zu gehen, dann kann ich das parallel auf dem Handy klingeln lassen. Parallel heißt entweder über eine kostenfreie Weiterleitung, die wir ja ganz normal kennen. Heute sind ja alles mit den Flatrates, kann man sehr gut und ideal weiterleiten. Entweder direkt von der Anlage aufs Handy oder, was auch wunderbar funktioniert, ich nehme mir die eigentliche oder die eigene Linkus-App, die Yester quasi ins Leben gerufen hat. Da habe ich innerhalb von ein paar Klicks mit einem QR-Code mein Endgerät sozusagen, jedes Smartphone, was ich habe, konfiguriert. Ich schicke einfach dem entsprechenden Mitarbeiter eine kurze E-Mail, der bekommt einen QR-Code, scannt den ein und ist sofort erreichbar. Perfekt, perfekt, perfekt. Das ist natürlich auch mit anderen SIP-Klienten möglich, also von daher wunderbar. Jetzt kommen wir natürlich auch zum Schwerpunkt, der momentan super aktuell ist. Darüber kann ich natürlich auch Heimarbeitsplätze steuern. Das heißt, wenn ich jetzt die Leute alle nach Hause schicken muss, die müssen von zu Hause aus arbeiten, dann kann ich sowohl als auch im Laden oder halt auch parallel zu Hause klingen lassen, ohne dass der Kunde es merkt, ohne Beeinträchtigung, parallel mit Echtzeit, mit ohne Verzögerung, Warteschleife, als wenn der ganz normal anrufen würde. Das ist natürlich super. Ich muss hier noch wieder mal auf meinen kleinen Zettel gucken, weil ich ja nur so wenig Zeit habe, dass ich auch nichts verpasse. Deswegen nicht wundern. Die wunderbare Welt von der Yester ist einfach, dass wir hier eine sehr schöne, wie ich so nett nenne, clicky bunti Oberfläche habe. Wir haben also hier alles per wenige Klicks steuerbar, installierbar. Ich sag mal, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ist das ratzfatz gemacht. Aber ich werde natürlich dazu auch einzelne Videos noch online stellen. Auch das ausführlichere Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielleicht habt ihr ja daran Interesse. Ja, zur Konfiguration an sich. Die kann in jede bestehende Infrastruktur eingebunden werden. Ich habe sie jetzt selber hier hinter eine Fritzbox gesteuert. Die Oberfläche, die ihr seht, ist eine Cloud-Lösung. Auch da haben wir einen ganz hervorragenden Partner. Das heißt, ich kann die Anlage auch via weniger Klicks kann die bereitgestellt werden. Man kann eine eigene Nummer, eine zusätzliche Nummer bekommen oder wie auch immer, oder bestehende Accounts einbinden. Und man ist ratzfatz komplett autark, unabhängig von Ort und Zeit, und kann hier dann diese Lösung favorisieren. Hinter meiner Fritzbox die Lösung, die ist auch super simpel aufgestellt. Das heißt, ich bekomme meine Telekom SIP Accounts werden ganz normal von der Fritzbox verwaltet. Ich habe dann die Fritzbox bzw. Yester hinter die Fritzbox gehangen, und das heißt,
Ich muss nichts verändern, ich muss lediglich ein paar Accountdaten eintragen. Wie das funktioniert, werde ich irgendwann auch nochmal in einem separaten Video machen. Genial, geil, weil ich kann alles so benutzen, wie ich es hatte. Ich habe hier nichts ändern müssen. Meine Decktelefone, die auch mit der Yester Direkttelefon gehen würden, müssen aber nicht, werden von der Fritz verwaltet. Super, das heißt, ich habe hier mit wenig Aufwand, musste keine neuen Kabel, kein Nichts ziehen. Zack, war die Anlage einsatzbereit. Telefone waren sofort wieder da, wo sie hingehörten. Ja, ich hoffe, ihr könnt meine Begeisterung teilen. Deswegen habe ich gedacht, ich muss euch das mal mitteilen. Deswegen nehme ich noch an dem einen oder anderen Seminar teil, denn die Yester ist jetzt die Wahl der Dinge, meine Wahl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.